Wie jede Woche, Freunde, bin ich jetzt wieder auf Twitch online und höre mir die anderen Songs mit euch zusammen an. Außerdem wurde ich oft gefragt, von wo das T-Shirt ist. Das ist halt ein Pop Smoke T-Shirt. Ich habe das hier jetzt leider nicht mehr gefunden, deswegen habe ich euch ein anderes in die Beschreibung gepackt, was ich auch ganz cool fand. Auf jeden Fall kommt auf Twitch vorbei. Und jetzt erstmal neuer Song. Let's go. Also, kommen wir zu Contra K, Freunde. Ja, es wird natürlich ein klassischer Song sein von Contra über Loyalität. Loyalität. Gott, was für ein Wort. Loyalität und ich glaube auch sehr viel mit Tieren. Also zumindest sah das auf Instagram so aus und ich lasse mich überraschen auf jeden Fall. Produziert ist das Ganze von The Crates und den Jugglers. An dieser Stelle, also an Crates sowieso ein Gruß, ne? Aber Jugglers, ich habe mir letztens ein Tutorial-Video, glaube ich, zu einem Apollo angeschaut und ich muss sagen, sehr sympathische Jungs und ja, die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Kommen aus dem, was habe ich jetzt richtig gelesen, aus dem Dancehall-Bereich? Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber kommen aus dem Dancehall-Bereich. Mix und Master natürlich von Lex Barkey und Video natürlich von Shao Casado. Von wem anders? Man kann sich nichts anderes vorstellen, ne? Okay, hier ist noch Directed by End-to-End. Und Make-up ist auch noch dabei. Und Z-Assistent. Okay. Freunde, let's go. Freunde, also die letzte Single, die wir gesehen hatten, war mit AK außer Kontrolle, Sirenen, geistesgestörtes Video und ja, wir gucken einfach mal, was jetzt passiert. Nur noch hallo, wie geht's? Nur noch hallo, wie geht's? Okay, klingt ein bisschen so, als würde er schon wehmütig darüber reden, dass man sich ja heutzutage auch als Freunde oder Leute, die sich Freunde nennen, nur noch Hallo, wie geht's sagt und aneinander vorbeilebt, ne? So ein bisschen. Hey, Bruder, viel zu lange nicht gesehen, bei dir läuft auf die guten Freunde. Von wem sonst wird man wirklich schwer enttäuscht? Tut mir leid, dass ich. Okay, gerade bei nur die wahren Freunde hat man auf einmal ein Bild gesehen mit den ganzen Wölfen dahinter. Ist natürlich wieder so, ja, klassisch Contra K, ne? Okay, interessantes Thema, schönes Thema. Video. Hat ein bisschen was von dem letzten Video, so vom, natürlich vom Look ist ja auch Shao Casado gewesen, aber auch so mit den Typen und so, ne? Ich nicht weiß, was bei dir geht, was ich Ah, das sind sogar die Aufnahmen aus der Bank, ne? Ja. Macht, hab es heute überlebt, Mann, und woher soll ich wissen, dass die Sonne dich vergisst, Junge? Denn ein tiefschwarzer Schatten lauert. Ah, und tiefschwarz ist ja auch wieder eine Anlehnung an den Song mit Samra, ne? Und auch dieses gleiche Bild hier, ne, mit diesem ganz weiß. Und dann halt wieder, wie er blutet da, ne, hier. Das ist ja auch mit dem Samra gewesen, ne? Mein tiefschwarzer Schatten lauert selbst auf meinem Weg, doch du hast selbst Probleme. Und ich hab selbst Probleme. Doch es sind nicht dieselben Probleme. Und es wäre naiv zu denken, dass wir das verstehen. Die Zeit zerschneidet wie eine heiße Klinge, auch das Band zweier Brüder. Und nur alle paar Jahre kommen wir wieder. Boah, Alter, also vom Text her schon. Ja, es stimmt, glaubt es mir. Je älter ihr werdet, desto mehr versteht ihr den Text, glaube ich auch. Ich bin gerade vom Video schon wieder so gefesselt, ne? Das ist wieder so eine richtige Story, die da passiert. Ich muss mich echt konzentrieren. Doch nur alle paar Jahre kommen wir wieder auf die guten Freunde. Doch wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Auf einmal sind wir weg, du bist hier, ich bin da. Der eine noch im Dreck und der andere in den Schatz. Einer macht Geschäft und der nächste ist im Knast. Und irgendwie haben wir uns nichts mehr zu erzählen. Nur noch hallo, wie geht's? Nur noch hallo, wie geht's? Nur noch hallo, wie geht's? Ja, irgendwo, einerseits ist es gut, finde ich, weil, ja, die echten Freunde kristallisieren sich dann halt raus, ne, aber andersrum, ja, man hatte mit vielen Leuten bestimmt eine schöne Zeit, ne. Nur noch hallo, wie geht's? Das ist wieder, ne, die haben wir schon öfter in Videos gesehen, sehr oft, also fast in jedem Rap-Video in letzter Zeit, ne. Ah ja. Geht's? Sie hatte Augen wie der Himmel, aber liebte niemals echt. Glaubte nicht an Gott, aber dafür an dein Cash. Und mein Bruder schwört sich nie wieder, zieht er diesen Dreck. Wie und nachts, und man sieht ihn schon wieder, Walking Dead. Diese.
Alter, das ist die Auflösung mehr oder weniger, was ich bei dem letzten Song mit AK gesagt habe. Ganz am Ende habe ich gesagt, schade, dass man jetzt halt nicht noch diesen Robin Hood Act sieht. Dann hat man ja die Aktion auf Instagram gehabt, ne, dass Karten gekauft werden konnten, unterschriebene. Und das wurde vervielfacht gespendet. Ne, das war ja so ein bisschen diese Robin Hood Aktion. Aber jetzt sieht man auch im Video, wie es weitergeht, wo der in dem Tunnel, in den Tunnel läuft. Geil. Wie sehr wünsch ich mir diese heile Welt. Doch leider sind wir alle nicht perfekt. Denn meine Träume sind gefangen in meinem Kopf. Und deine Träume sind gefangen in diesem Block. Und gute Freundschaft ist leider nur ein Wort. Und sobald wir was versprechen, weht der Wind es wieder fort. Denn es krasse Aufnahmen, also dieser Unterschied zwischen halt dem, was wirklich passiert und halt dieser anderen Situation, sag ich mal, ne? Ich muss echt mich gerade ein bisschen konzentrieren. Sind diejenigen, die da alle nicht festgehalten, sondern die da umgebracht wurden? Ah, okay, ich check's gerade. Langsam. Jetzt liebt man, dann lebt man, dann hasst man sich auseinander. Und danach beginnt das Spiel wieder von vorn. Auf die guten Freunde. Doch wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Auf einmal sind wir weg, du bist hier. Genau, was ich mir dachte, ja. Ich bin da, der eine noch im Dreck und der andere in den Charts. Einer macht Geschäft und der nächste ist im Knast. Und irgendwie haben wir uns nichts mehr zu erzählen. Nur noch hallo, wie geht's? Nur noch hallo, wie geht's? Schöner Song auch vom Vibe her, muss ich sagen. Gerade zu dieser Zeit jetzt, wo es langsam, vielleicht nicht von den Temperaturen, aber so ein bisschen, ne, Richtung Herbst, Winter geht, muss ich sagen, fühle ich, ist ein schöner Song. Auch mit den ganzen Tieren, die natürlich zu sehen sind, passt natürlich auch wieder zu dieser loyalen Family oder Freunde oder wie auch immer, ne, gerade bei Contra K, ja. Nur noch hallo, wie geht's? Gute Freunde waren seit dem Sandkastenbrüder. Gute Freunde, ja man, das war früher. Gute Freunde, auch die Zeit trennt sie niemals. Doch nur die Zeit trennt auch wieder gute Freunde. Auf die guten Freunde. Doch wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Krass, wie sie alle am Ende da bei ihr landen, ne? Autsch. Auch mit den, ach, das ist echt, also Video ist schon wieder Wahnsinn, ne? Beim Song muss ich einfach sagen, der Vibe stimmt. Es passt einfach so schön, wirklich. Also man kann das sehr, sehr gut genießen gerade. Finde ich echt nice. Das Album kommt, by the way, glaube ich, nächsten Freitag raus, ne? Auch da werden wir natürlich einen Stream machen und uns das komplette Album anhören. Ich muss sagen, das macht mir in letzter Zeit echt viel Spaß und, ja, also bei den Singles, die da rauskamen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wird ein unglaublich starkes Album, ne? Immer sind wir weg, du bist hier, ich bin da. Der eine noch im Dreck und der andere in den Charts. Einer macht Geschäft und der nächste ist im Knast. Und irgendwie haben wir uns nichts mehr zu erzählen. Krass, wie die alle in verschiedene Richtungen gegangen sind und so, ne? Heftig. Und früher waren sie alle Freunde. Das ist gerade so eine Kehrtwendung in der ganzen Geschichte irgendwie, ne? Das ist echt crazy. Also, das ist echt gut gemacht. Also mal ein Video, das über zwei Songs gestreckt ist, sag ich mal. Wann hattet ihr sowas das letzte Mal? Also, ne, wann gab's sowas? Also ich erinnere mich ganz klar an die alten Daft Punk-Geschichten. Das waren aber Animes, aber das waren halt auch, wie viele Songs? 4, 5 oder so, die hintereinander eine Geschichte erzählt haben. Ja gut, R. Kelly, Trapped in the Closet, will ich jetzt nicht unbedingt als Beispiel nennen, aber ich glaube, das war auch eher ein Kurzfilm, ne? Ja, wann gab's das nochmal? Müsst ihr mir mal sagen. Nur noch hallo, wie geht's? 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 Was soll ich dazu groß sagen, Alter? Es ist halt einfach Contra K. Seine Themen oder seine Basis der Themen bleibt natürlich zum Glück immer gleich. Er verpackt es anders. Ich mag seine Musik. Ich mag, also wie er sich präsentiert. Ob er wirklich so ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht privat, ne? Aber diese Werte, die vermittelt werden und einfach dieses Positiv... Ja, ist es positiv? Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Doch. Wir sehen uns im Stream, wenn ihr Bock habt. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht, schlaft gut und wir sehen uns die Tage mit den nächsten Videos. Macht es gut. Peace.